Normalerweise sind das die wichtigsten Teilbarkeitsregeln, die man sich vielleicht so halbwegs einprägen sollten, also für die 2, für die 4, für die 5, die 10 und die 3. Ich sag mal, wir setzen hier mal alle beide noch eins drauf und gucken uns einfach mal noch die Teilbarkeitsregeln für die 9 und für die 6 an. Also, das nächste wäre jetzt Teilbarkeit durch 9. Die Frage heißt also auch hier, wann ist eine Zahl durch 9 teilbar? Die Antwort ist denkbar einfach. Genau wie bei der 3. Wenn die Quersumme durch 9 teilbar ist, ist auch die Zahl durch 9 teilbar. Ich schreibe mal hier nur hin, wenn Quersumme durch 9 teilbar ist. So, überprüfen wir das vielleicht auch mal in einem etwas properen Beispiel. Ich habe noch mal herausgeschrieben, die Zahl 5348 ist die Zahl 5348 durch 9 teilbar, ja oder nein? So, so auf Anhieb sieht man das nicht. Man kann natürlich sich auch so helfen, dass man statt der Teilbarkeitsregel so eine Art halbschriftliche Division durchführt. Das, ich will es mal vorspielen, wie ich es manchmal mache, 53 durch 9. 45 durch 9 ist 5, Rest 8, die 8 denke ich mir vor die 4 geschrieben, aber 84 durch 9, 81 ist 9 mal, Rest 3, 38 durch 9 und so weiter. Ja, ja, gut. So, machen wir es mal so. Wir bilden die Quersumme 5 plus 3 plus 4 plus 8 und überprüfen, ob das eine Zahl ergibt, die durch 9 teilbar ist. 5 plus 3 ist 8, plus 4 ist 12, plus 8 ist 20. 5 plus 3 ist 8, plus 4 ist 12, plus 8 ist 20. So, 20 ist offensichtlich nicht durch 9 teilbar. Also ist die Zahl 5348 nicht durch 9 teilbar. So. Und jetzt könnte ich hier Zahlen basteln, damit das aufgeht. Ich hätte ja jetzt, um hier eine Zahl zu finden, die mir diesen Gefallen tut, statt der 8 nur eine 6 wählen brauchen. Dann würde ich hier 18 erhalten und 18 durch 9 ist möglich. Also wenn ich die Zahl 5346 wähle, würde ich die Quersumme erhalten 5 plus 3 plus 4 plus 6. 5 plus 3 ist 8, plus 4 ist 12, plus 6 ist 18. Und 18 ist durch 9 teilbar. Also, da die Quersumme durch eine durch 9 teilbare Zahl ergibt, ist auch die Zahl 5346 durch 9 teilbar. Und so könnte ich mir weitere Beispiele selbst fabrizieren. So, jetzt wäre noch die Frage, dass man mal überlegt, nach dem bisherigen Kenntnisstand, wann ist denn eine Zahl durch 6 teilbar? Und das wollen wir uns vielleicht auch mal noch ansehen. Teilbarkeit durch 6. Du kannst ja auch durchaus mal in deinen Lehrbüchern nachsehen, ob diese Regeln dort enthalten sind. In manchen Büchern ja, in manchen nicht. Wie das bei dir der Fall ist, weiß ich nicht. So, Teilbarkeit durch 6 ist immer dann gewährleistet, wenn eine Zahl durch 2 und 3 teilbar ist. Also, wenn die Zahl durch 2 und durch 3 teilbar ist, dann ist sie auch durch 6 teilbar. Das ist eigentlich recht einfach. Durch 2 ist die erste Bedingung. Durch 2, da muss es also eine gerade Zahl sein, die auf 2, 4, 6 oder 8 oder 0 endet. Das wäre die erste Bedingung. Und durch 3 teilbar, da müsste ich als zweites Kriterium also die Quersumme bilden. Wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, ist das okay. Dann würdest du vielleicht sagen, na, das ist ganz schön umständlich. Natürlich verwende ich das auch nur bei relativ großen Zahlen, wo es nicht sofort offensichtlich ist.
Später wirst du vielleicht einfach Trick 11 anwenden, den Taschenrechner und dann nehmen, da kurz diese Werte eintippen und dann weißt du auch, was los ist. Aber wir wollen hier einfach mal hier unser Wissen wieder auffrischen und freuen uns, wenn wir solche Regeln, die wir bisher überhaupt nicht kapiert haben, auf einmal auch verwenden können. Machen wir das mal in einfachem Beispiel. Meine Frage ist, ist 6 ein Teiler von 5478? Und die erste Bedingung wäre gerade Zahl ist vorhanden, denn 2 ist ein Teiler von 8. So, und jetzt müsste man die Quersumme bilden. Das wäre also 5 plus 4 plus 7 plus 8. 5 plus 4 ist 9, plus 7 wären also 16, plus 8 sind 24. Und 24 ist eine durch 3 teilbare Zahl. Also ist die Zahl 5478, da sie sowohl gerade ist und auch die Quersumme durch 3 teilbar ist, auch durch 6 teilbar. Das wäre also eine solche Aussage. Wir könnten uns auch hier noch ein Gegenbeispiel ansehen, das man sehr leicht konstruieren könnte. 5854, auch hier soll man gefragt werden, ist 6 ein Teiler von dieser Zahl 5854? Sie ist gerade, aber wenn ich, das wäre also erfüllt, 2 ist ein Teiler von 4, das könnte ich abhaken, aber jetzt bilde ich mal die Quersumme, 5 plus 8 plus 5 plus 4, das wären also 22 und 22 ist auf keinen Fall eine durch 3 teilbare Zahl, also ist 6 kein Teiler von der Zahl 5854. So viel zu unseren Teilbarkeitsregeln. Ich hoffe, dass Sie dir einfach in der Zukunft auch bei der Bewältigung von Aufgaben der Buchrechnung, ganz speziell bei der Ermittlung von Hauptnennern und beim gleichnamig machen von Nennern, eine echte